Es ist das Ende August und ich sitze hier mit Ringelsöckchen. Oh. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Kat. Und heute zeige ich euch meine School Makeup Bag. Und ja, das ist sie. Voll altbacken, aber irgendwie fand ich es früher cool. Und hier habe ich alles drin, was ich so für die Schule brauche. Fast alles drin. Aber das zeige ich euch jetzt. Einmal habe ich drin ein Deo. Und zwar habe ich das vom DM, was in diesem Pröbchenregal immer ist. Also einfach in so einer kleinen Größe, damit es auch da reinpasst. Und zwar ist das einfach von CD. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Okay. Ja, auf jeden Fall ohne Aluminiumsalze und so. Das war mir eigentlich sehr wichtig, dass da kein Aluminium drin ist, weil ja, es ist ja dieses Gerücht, dass es Krebs verursacht. Und deswegen habe ich irgendwie voll Schiss davor. Deswegen ohne Aluminium, CD, Deo. Dann habe ich noch so Oil Control Paper. Und zwar ist es von Essence All About Matte. Und da sind 50 Stück drin. Und ist immer praktisch, wenn ihr, ja, vor allem ich glänze immer so schnell. Und dann nehme ich einfach so ein Papier raus und tupfe es hier über meine fettige Haut. Und dann saugt es auch schon auf. So. Und dann habe ich noch drin eine Handcreme. Weil, ja, vor allem jetzt kommt ja die Winterzeit und jetzt fängt es auch schon an, dass eure Hände trocken werden, eure Haut allgemein trocken wird. Und ja, da ist eine Handcreme ganz geschickt, deswegen habe ich sie auch da drin. Dann habe ich noch drin ein Puder, weil ich so schnell glänze und dann kann ich mich abpudern. Deswegen habe ich die zwei Dinge hier auch drin. Dann habe ich noch drin ein Concealer, weil irgendwie den Tag über sehe ich irgendwie immer müder und müder aus in der Schule. Und deswegen, um mich einfach ein bisschen aufzufrischen, nehme ich einen Concealer mit. Falls ich nach der Schule irgendwo noch hin, also noch irgendwo hingehen muss, dann ist es sowas voll praktisch, aber macht den Fehler nicht, dass ihr euch mitten im Unterricht anfangt zu schminken. Also, da werdet ihr gleich rausgeschmissen. Auch wenn ihr eure Handcreme auspackt, macht bloß nicht den Fehler, dass ihr es mitten im Unterricht macht und euch eincremt, weil sonst riskiert ihr es rausgeschmissen zu werden. Das habe ich auch alles schon mal erlebt. Und dann geht's weiter mit einem Lippenbalsam, und zwar von Be Natural, habe ich einfach hier reingesteckt. Und ja, Lippenbalsam kann auch nicht schaden, vor allem jetzt, weil der Winter kommt, beziehungsweise Winter ist eigentlich schon fast da. Der Sommer war so kurz, hattet ihr hier auch? Dann habe ich noch Haargummis drin, weil ja, den Tag über mache ich mir immer einen Pferdeschwanz oder einen allgemeinen Zopf. Und dann, ja, Haargummis habe ich dann immer dabei. Oh, ich bin so komisch. Okay. Dann habe ich noch einen Seitenlippenbalsam, und zwar von Babylips Jeremy. Ja, einfach so ein Lippenbalsam, das ein bisschen Farbe abgibt. Keine Ahnung, warum ich das auch da drin habe. Um einfach farbige Lippen zu haben. Auf jeden Fall habe ich noch einen zweiten Lippenbalsam. Kann ja nicht schaden. Und dann habe ich noch ein Desinfektionsgel. Ja, weil in der Schule sind Milliarden von Bakterien. Und überall, wenn ihr nur die Tür anfasst oder im Flur jemanden die Hand gibt oder so, also check, mach, check, ja, check, ja, dann ja, habt ihr eigentlich schon 1000 Bakterien auf eurer Hand. Und das für 1000 Millionen von Bakterien. Und deswegen tun wir uns desinfizieren mit einem Desinfektionsgel. Und der ist jetzt von Balea. Und den habe ich auch aus diesem Pröbchenregal vom DM. Ja, dann habe ich noch so ein... Oh. Dann habe ich noch so ein, ja, also ein Döschen, das wir Mädchen alle dabei haben sollten. Ja, für das, was einmal im Monat kommt. Und dann habe ich noch, was eigentlich nicht in meine Make-up Tasche rein sollte, weil es eigentlich nichts mit Make-up zu tun hat. Also es ist gut, es für die Schule dabei zu haben. Und zwar ein Ladegerät, dass ihr euer Handy immer wieder aufladen könnt, wenn ihr unterwegs seid. Und ja, es ist halt voll praktisch, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze und Musik höre und mein Akku ist fast leer, oder im Bus und mein Akku ist fast leer,
dann ist es voll praktisch, das dabei zu haben. Aber benutzt euer Handy nicht im Unterricht, sonst riskiert ihr es, rausgeschmissen zu werden und euer Handy wird entzogen. Ich spreche hier aus Erfahrung. Dann habe ich noch einen Kamm dabei, weil meine Haare verknoten sich öfters so über den Tag. Und dann ist gut, wenn ihr einen Kamm dabei habt oder wenn ihr eure Haare in einen Zopf bindet, dann ja, könnt ihr es hochkämmen und zusammenbinden, was man halt so mit einem Kamm macht. Und ja, jetzt die Make-up-Tasche auch schon leer, also da ist nichts mehr drin. Wow, ich bin so klug. Ich weiß, was leer bedeutet. Ja, auf jeden Fall waren das die Dinge, die ich immer dabei hatte. Also Dinge, die ich wirklich in der Schule gebraucht habe oder es war gut, sie dabei zu haben. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und es war ein hilfreiches Video für euch, die zur Schule gehen. Und ich habe auch schon in den Kommentaren von meinem letzten Video gelesen, dass schon bei einigen die Schule angefangen hat. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß in der Schule. Und für die anderen wünsche ich euch noch viel Spaß und genießt die letzten Ferientage. Und dann sehen wir uns auf mein nächstes Video wieder. Dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss. Peace. Out. It goes better when we're wasted. It makes it easier to fade. The only time we really talk.